Hallihallo und Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Infovideo von Star Wars The Old Republic. Heute erkläre ich euch mal genauer, wie ihr das Spiel spielen könnt, wo ihr es bei euch runterladen könnt und wie die einzelnen Charaktere so aufgebaut sind. Auch in diesem Video erkläre ich euch auch zusätzlich noch, was es so alles gibt. Das mache ich mich auch gleich. In erster Linie wollen wir uns erstmal angucken, was ist Star Wars? Jeder weiß eigentlich, was Star Wars ist. Fangen wir erstmal an mit einer Fraktion. Wir wissen ja alle, dass es eine gute Seite gibt. Das ist halt die galaktische. Das war ein bisschen zu schnell. Bitte zurück. Danke. Das wäre halt. Also, wir haben ja die Republik. Die galaktische Republik. Und das Sith Imperium. Lest euch das zwar jetzt alles nicht vor, aber wenn ihr es euch genau durchlesen wollt, könnt ihr oben, steht auch ein bisschen was da, was das ist, könnt ihr auf Pause drücken und dann auch das durchlesen. Genauso wie mit dem Sith Imperium. Auch hier wieder könnt ihr Pause machen, um euch das durchzulesen. Wir fangen aber jetzt erstmal an mit der Charakterauswahl. Wir wählen jetzt erstmal in erster Linie die Galaktische Republik. Auch hier gibt es 4 Fraktion, einmal den Jedi-Botschafter, den Schmuggler oder den Soldaten. Je nachdem, welche Klasse ihr spielen wollt, könnt ihr euch jetzt letztendlich entscheiden. Die jeweilige Klasse hat auch nochmal 2 Abspaltungen, wie zum Beispiel den Jedi-Hüter oder den Jedi-Wächter. Oder halt Jedi-Botschafter hat den Gelehrten und den Schatten. Und so sieht es halt auch mit den Schmuggler und den Soldaten aus. Du hast halt Frontkämpfer bei den Soldaten und Kommando auch beim Soldaten ist. Und beim Schmuggler haben wir einmal den Schurken und einmal den Revolverhelden. So, wir wollen aber uns erstmal nur einen Charakter. Den gehen wir nochmal kurz zurück und wählen uns dann das Sith Imperium aus. Hier wiederum gibt es das gleiche Prinzip. Wieder 4 Fraktionen und jede jeweilige Fraktion hat auch nochmal 2 Abspaltungen. Der hat mir zum einen halt den Sith Marauder und den Sith Juggernaut. Bei den Sith Inquisitoren sieht es ein bisschen anders aus. Ist ja logisch, ne? Da hätten wir zum Beispiel einen den Hexer oder Hexerin oder den Attentäter oder den Attentäterin. Kann man ja aussuchen. Beim Kopfgeldjäger haben wir einmal den Powertech und den Söldner. Bei imperialen Agenten sieht es genauso aus mit den Scharfschützen und halt den Saboteuren. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder zurück auf die gute Seite und suchen uns da erstmal just for fun irgendeine Klasse aus. Wir wählen jetzt einfach mal den Wächter. Jetzt könnt ihr hier euch auch nochmal ein bisschen was durchlesen. Ausstattung. Also ich lese jetzt nicht extra alles vor. Wenn ihr was wissen wollt, könnt ihr jetzt auf Pause drücken. Dann haben wir hier bei den Fähigkeiten bei den Wächtern. Da sind halt die Fähigkeiten. Auch hier wieder bitte einmal auf Pause drücken. Dann kann man hier nochmal die Spezifikation ausdrücken, was man halt genau machen möchte. Den Tank, den Charn oder noch einen Charn. Also Wachsamkeit oder den Fokus setzen. Und dann kann man hier auch nochmal lesen. Dann haben wir hier noch einmal die Rolle im Kampf. Entschuldigung. Da gibt es auch hier wieder für euch was zu lesen. Auch hier bitte wieder auf Pause drücken. Und natürlich gibt es halt auch für jede einzelne Klasse eine besondere Story. Und die Story sieht dann meistens so aus. Auch hier wieder könnt ihr gerne auf Pause drücken. Und ich werde es halt einfach ganz langsam runterscrollen, damit ihr es euch durchlesen könnt. So, das ist halt hauptsächlich die Geschichte von dem Jedi-Wächter. So, dann fangen wir jetzt an wir haben uns jetzt einen Charakter ausgewählt und eine Klasse spezifisch. Jetzt gehen wir hier auf Weiter. Und hier kann man halt auch nochmal aussuchen. Also die kann man, da wo jetzt überall Schloss ist, ne, die muss man freischalten bzw. freikaufen. Aber dazu kommen wir später in dem Video. Vorprogrammiert sind halt der Mensch, der Sabrak, das ist halt so eine Art Darth Maul Verschnitt aus den ein Jedi-Film, also Star Wars, Entschuldigung.
Dann haben wir hier den Cyborg. Und ja, das sind halt die vorgefertigten Klassen, die ihr als Normalspieler haben könnt. Wenn ihr euch ein Abonnent kauft, dazu gehen wir aber später nochmal ein, wird da jeweils noch eine Klasse freigeschaltet. So, wir nehmen uns jetzt einfach mal ein Menschen. Eine Standardklasse. Jetzt kann man hier wählen zwischen Männlein und Weiblein. Wir nehmen uns jetzt einfach mal ein Weiblein oder ein Männlein. Wir nehmen uns ein Männlein. Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. Genau. So. Hier kann man wiederum ganz, und das ist das Schöne an dem Spiel, da kann man seinen eigenen Avatar so erstellen, wie man es möchte. Wir machen jetzt erstmal einfach alle auf Null. Zack und zack. So, nackt. Ich werde klein, alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Ja. So, dann gehen wir erstmal in den Körperbau. Das ist der mittlere. Das ist der größere. Und dann gibt es noch einen kleinen Schwabbelbacken. Da haben wir einen kleinen dicken. Ganz beliebt ist in der Regel eigentlich immer die 3. Weil die 3 sehr groß, robust ist und muskulös. Dann kann man hier natürlich noch den Kopf aussuchen, weil, ne, wir wollen ja halt erst einen anderen Gesichtszug haben. Da kann man den jeweiligen Gesichtszug hier auch noch aussuchen. Wenn man das dann halt auch alles erledigt hat und alle seine einzelnen Einstellungen hat, dann geht man hier auf den Namen. Kann man, wenn dir halt kein Name einfällt, dann drückst du halt einfach auf zufällig. Dann wird ein zufälliger Name generiert. So, wenn man das dann alles hat, dann kann man halt auf Spielen klicken. Aber wenn euch die Charakter immer noch nicht gefällt, könnt ihr halt auch einfach auf zufällig klicken, dann wird euch generell einer zugestellt. Das könnt ihr natürlich auch ändern. Und dann klickt ihr auf Spielen. Dann bekommt ihr so ein Ladebildschirm und nach dem Ladebildschirm sehen wir uns. So, das sagen wir erstmal nochmal herzlich willkommen. So, und dann habt ihr hier, wie ihr schon am Anfang gesehen habt, 3 Möglichkeitsanfragen und Anforderungen. Und manche davon beeinflussen auch ein bisschen das Spiel. Ich brenne darauf, mich diesen Prüfungen zu stellen. Wo soll ich beginnen? Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment, ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss... So, wir machen also, wenn ihr diese Story einfach, wenn ihr euch das alles angucken wollt, dann könnt ihr auch euch diese einzelnen angucken. Ansonsten, wenn euch das überhaupt nicht interessiert und ihr einfach nur ein bisschen Spaß haben wollt, könnt ihr auch das mit der Escape-Taste einfach, nicht Escape, mit der Backslash-Taste, meine Fresse, danke, einfach überspringen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Was sind das für Viecher? Fleischräuber sind, ich schicke sofort. Wir überspringen das Ganze jetzt auch mal ein bisschen. Zeigt mir nur den, nehmt den Planet. Weil Zeit ist Geld. So, wir haben jetzt hier das Spiel. Mit bewegen kann man sich, also für mich ist es am einfachsten, wenn ich mich nur mit der Maus bewege. Also ich halte linke und rechte Maustaste gedrückt. Und so kann ich dann halt laufen. Man kann aber auch mit der WASD-Taste spielen. Aber da ist halt die Reaktionszeit ein bisschen langsamer. Beziehungsweise man arbeitet wesentlich langsamer, weil man hat hier unten eine Leiste. Die kann man auch geringfügig verändern. Ich nehme jetzt einfach mal meine Standardleiste. Dann mache ich hier ist ein kleines Schloss, dann macht man das Schloss zu. Und dann können nämlich deine ganzen Fähigkeiten, die du hast, auch nicht verschwinden. Aber dazu gleich, weil wir locken gleich nochmal um. Extra auf dem anderen Jedi, den ich schon hochgearbeitet habe, der hat ein paar mehr Fähigkeiten. Also so sieht halt jetzt ein Jedi-Botschafter aus, der ganz neu ist. Der hat hauptsächlich 2 Lichtschwerter. Das hat der Botschafter. Ich zeige euch aber gleich meinen ausgerüsteten Jedi. So, lange Rede, gar keine Tomatensoße. Es ist so. Da müsste wir hier den Typen anquatschen. Das machen wir jetzt mal nicht. Folgende Routen zur Verfügung. Jetzt erkläre ich euch nochmal ganz kurz das eigentliche Menü. Wir haben hier zum einen dieses kleine Mannequin. Da haben wir hier zum einen das Charaktermenü. Das könnt ihr mit C öffnen. Das Charaktermenü ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt ja die Ausrichtung. Und das ist das, was das Spiel auch letztendlich beeinflusst ein bisschen.
Je mehr ihr euch für eine Seite entscheidet, desto mehr geht ihr entweder in die dunkle, auf die dunkle Seite oder halt auf die helle Seite. Hier wiederum könnt ihr, wenn ihr neu in diesem Spiel seid, werdet ihr am Anfang noch keine Titel haben. Das sieht dann halt so aus. Also keine Titel. Und der Charakter Flair, da habt ihr auch noch nichts. Wenn ihr aber, wenn ihr euch ein Vermächtnis, dazu kommen wir auch gleich, gibt es hier Vermächtnistitel. Da kann man hier draufklicken und schwuppdiwupp bekommt ihr, je höher euer Vermächtnis ist, desto höher, desto mehr Titel bekommt ihr. Ich habe mein Vermächtnislevel mittlerweile auf Stufe 50. Deshalb habe ich jetzt hier lebende Legende als Titel bekommen. Dann haben wir hier das übliche I auf Inventar. Das sieht dann halt so aus. Missionsereignisse und die Währung. Das sind die sogenannten Kartellmünzen, die bekommt ihr. Dazu erkläre ich euch auch nochmal ein bisschen was in einem anderen Video, aber dann. Dann haben wir noch auf P die Fähigkeiten. Die sehen so aus. Allgemeine Fähigkeiten sind halt Einheit, Faustangriff, bla, sind halt eigentlich die sekundären Sachen. Der Jedi-Ritter bekommt halt nach bestimmten Levelaufstieg neue Fähigkeiten dazu, wie zum Beispiel Machtsprung. Den hast du jetzt schon, weil du brauchst ihn halt einfach. Als Wächter, ganz spezifisch, bekommst du nochmal... Entschuldigung. Und du bekommst halt mal spezifische Sachen, die du von Wächter hast. Dann drückt man auf K, kannst du hier deine Spezifikation machen. Schaden, Kampf oder nochmal Konzentration. Die meisten machen halt Wachsamkeit. Ich nehme jetzt hier einfach mal Kampf und übernehme das Ganze. So, jetzt habe ich mich für eine Spezifikation ausgerichtet. Und nach denen bekomme ich dann halt auch meine Fähigkeiten. Man bekommt neue zusätzliche Fähigkeiten mit Stufe 14, 22, 30. Da bekommt man spezielle Fähigkeiten freigeschaltet. Das geht bis runter bis 70 als Nicht-Abonnent. Und das will ich schon vorneweg lassen. Als Nicht-Abonnent kann man nur bis Stufe 55 spielen. Muss es? Also bis Stufe 55, weil dann ist nämlich sozusagen die eigentliche Klassenstory zu Ende. Aber dazu später mehr. Dann kommen wir hier auf das Vermächtnis. Also die öffnet man mit J. Das ist das Vermächtnis. Hier bekommt man während des Spiels Punkte. Je mehr Punkte man hat, desto mehr Sachen kannst du freischalten. Und zum Beispiel hat man dann hier den Ruf. Charaktervorteile kann man hier sehr viele Sachen vorkaufen. Wie zum Beispiel halt die Feldpost und hast du nicht gesehen. Du kannst deinen eigenen Stammbaum erstellen. Das machen wir jetzt einfach mal nicht, weil das sind halt alle Charaktere, die ich hier im Spiel schon habe. Viele, viele. Na, schließen. Dann ist dieses kleine Symbol für euch jetzt erstmal unnütz, weil das braucht ihr jetzt erstmal noch nicht. Die Sternkarte, die M könnt ihr die ganz reguläre Karte aufmachen. Dann seht ihr, wo was ist. Und so sieht dann halt die Karte, die Sternkarte kannst du noch nicht öffnen, weil du kannst eigentlich schon fast. Aber dazu kommen wir jetzt nämlich nicht, weil wir locken jetzt mal um und gehen erstmal auf einen Jedi-Ritter. Bis gleich. So, einen wunderschönen guten Tag nochmal und schön, dass ihr immer noch da seid. So, jetzt sind wir hier bei Mitten Jedi Online. So sieht halt auch ein Jedi aus. Ne? Man bekommt halt auch wunderschöne Gefährten. Das zeige ich euch mich jetzt. In der Klassenstory von einem Jedi bekommt ihr so einen griesgrimmigen Typen hier, der sieht so aus. Der kann mit euch reden. Hört mal. Es gibt nichts mehr zu sagen. Sehr freundlich. Wenn ihr dann N drückt, dann bekommt ihr die Gefährten und Kontakte. Bei euch sieht das halt am Anfang noch ein bisschen anders aus als so. Am Anfang habt ihr nämlich noch gar keine Gefährten und so. Das ist ganz klar.
So, und ihr bekommt denn tatsächlich von einem Jedi auch Gefährten zugesteckt. Euer erster Gefährte wird diese junge Dame sein, Kira Carson. Entschuldigung. Auch hier wieder bitte einmal auf Pause drücken, wenn ihr euch das interessiert, was da steht. Ne? Genau. Und die sieht dann mal so aus, die Dame. Die kann man auch natürlich rufen. Ich werde ruhen. Schön, wieder da zu sein. Das ist eure Gefährtin. Sie hat halt auch hier nochmal zusätzlich drei Rollen. Zum Beispiel hat sie einmal die Rolle von Heilung, Tank und Schaden. Ja, ich habe jetzt erstmal eine Heilung drin. Das ist mal besser. Hier wird es wirklich nie langweilig. Wir sollten öfters Kriegsgebiete besuchen. Genau, Kira. So, und auch hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wir machen mal erstmal hier. Und hier haben wir jetzt erstmal ein paar kleine Kreaturen. Stufe 45, ein bisschen klein, ist ja logisch, ich bin ja mittlerweile 70. Wurde aber runtergestuft auf 48. Und so bewegt sich halt, sagen wir mal, beispielsweise ein Jedi im Kampf. Da gibt es halt hier die verschiedenen die einzelnen Fähigkeiten. Mit Rechtsklick könnt ihr dann natürlich auch die Sachen aufheben. Und dann gibt es halt, wie gesagt, hier auch verschiedene Fähigkeiten. Da könnt ihr mit dem Lichtschwert schubsen. Da könnt ihr, sagen wir mal, beispielsweise. Das ist unwichtig. So, wie gesagt, jetzt könnt ihr halt hier ein bisschen was wegklatschen. So, wichtig für euch jetzt ist erstmal, ja, weil wir haben uns ja vorhin über das Vermächtnis unterhalten, das hier. Das hier, ne? Das Vermächtnis. Je höher euer Vermächtnis ist, also beziehungsweise, ihr bekommt halt vom Vermächtnis her noch eine sogenannte neue Fähigkeit. Die nennt sich Heldenmoment. Die sieht so aus. Und da habt ihr viele neue Sachen drin. Zum Beispiel habt ihr da drin die Fähigkeiten von einem, je mehr Klassen ihr spielt, desto mehr Fähigkeiten bekommt ihr. Weil ihr bekommt von einem Sith-Krieger zum Beispiel, bekommt ihr das macht Wirrung. Das aktivieren wir jetzt einfach mal. Dann könnt ihr euch die Leiste angucken. So. Jetzt haben wir hier die neuen Fähigkeiten. Das hier ist Orbitalschlag, Vermächtnis. Das bekommt ihr von einem Kommando. Dieses Vermächtnis schleudern ist von einem Botschafter, Jedi-Botschafter. Machtblitze sind von einem Sith-Inquisitor. Denn das Vermächtnis Machtschwung ist die Fähigkeit von dem Jedi-Ritter. Vermächtnis fieser Tritt ist, glaube ich, von einem von einem Schmuggler. Und Blendgranate ist von Kommando. Und Machtwirrung ist von den Sith-Krieger. Den zeige ich euch auch gleich nochmal, den Sith-Krieger. Wenn wir jetzt mal die einzelnen Fähigkeiten aktivieren wollen, gehen wir etwas mehr ran. Schön unten bleiben. Und schon könnt ihr halt auch als Jedi-Ritter Machtblitze und Machtwirrung einsetzen. Ist in erster Linie erstmal eine schöne Sache, weil es da ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. So, jetzt benutzen wir mal einfach hier den Orbitalschlag. Sieht so aus. Das bekommt der Aua. Und 5 Kommandopunkte bekommen. Yay. So, das Geile ist dann natürlich, dass man, man kann den Helmmoment alle 3 Minuten nutzen. Also da hat er halt eine Abklingzeit von 5 Minuten, aber dann kann man ihn wieder benutzen nach 5 Minuten. Dann kann man zum Beispiel, sagen wir mal, wir wollen jetzt einfach mal diesen kleinen Druiden hier haben. Jo, Kollege Plattfuß. Der hat wunderschöne Machtblitze, seht ihr? Jetzt nicht der Druide, sondern Jedi-Ritter. Also ich kann halt durch die jeweiligen Klassen die verschiedenen vom Vermächtnis freigeschalteten Fähigkeiten nutzen.
Aber die verschwinden nach 3 Minuten einfach wieder. Perfekt. Und jetzt gehen wir uns jetzt erstmal um vor Sicherheit und locken uns erstmal um auf einen Sith-Krieger. Also, bis gleich. Denn das ist jetzt hier ein Sith-Krieger. Und Sith-Krieger sieht so aus. Ein Lichtschwert ist ganz klassisch. Rot. Ich habe jetzt hier ein rotes Lichtschwert mit einem schwarzen Kern drinne. Mein Sith-Krieger hat eine weiße Haut, obwohl es ein reinrassiger Sith ist. Das kann man aber ändern, indem ihr einfach mal die Korruptionsstufe anmacht. Nein. Das war verkehrt. Das hier. Nochmal. Der Vorführeffekt, das ist mal geil. So, machen wir es mal so. So, so sieht er ursprünglich aus. Aber da ich ja hier, ich habe euch ja vorhin erklärt, dass man halt auch in dem Spiel eine Entscheidung treffen kann, ob gut oder böse. Ich habe meinen Sith-Krieger auf komplett böse gesetzt. Und der sieht dann halt so aus. Am Anfang sieht er so aus, noch rot. Aber dann, wenn er halt immer böser wird, sieht er dann letztendlich so aus. Seine Haut wird einfach käseweiß und die Korruptionsstufe ist dann natürlich auch an. So, so sieht er ursprünglich aus. Rote Haut, normale Frisur. Und wenn er dann halt immer böser und immer böser und immer böser wird, sieht er dann letztendlich irgendwann mal so aus. Und so verändern sich halt auch dementsprechend die einzelnen Klassen und Charaktere. So, dann aber nochmal, ist das hier Jessa? Jessa gehört zur Fraktion Jedi ursprünglich, aber die kann man halt auf der dunklen Seite ziehen. Und die klingt dann nachher so. Eure Weisheit und Klarheit geben mir Kraft. Genau. Perfekt. So, und ich sag viel zu oft so. Auch der Sith-Krieger an sich hat die eigentlichen gleichen Fähigkeiten wie halt der Jedi-Ritter. Macht Sprung und hast du nicht gesehen. Nur halt ein bisschen anders. Alles geheilt. Und hier hat man dann halt das Machtwirrung. Machtwirrung und Machtstoß. Genau, und dann hat man halt hier, wie gesagt, die Möglichkeiten. Dann hat man halt die jeweiligen Fähigkeiten des jeweiligen Spieltypen. Jetzt zeige ich euch noch eins. Das ist sozusagen auf M. Die Karte. Das ist eure Spielwiese. Ihr fangt erstmal hier an. Das ist Korriban. Korriban ist der Heimatplanet der Sith-Krieger. Wenn ihr euch das interessiert, könnt auch hier wieder auf Pause drücken und euch das in aller Ruhe durchlesen. Und dann bekommt ihr halt jedes, also je nach Level bekommt ihr dann halt jeweiligen Aufträge von euren Meistern oder halt Kommandanten. Von Korriban geht es dann direkt erstmal auf die imperiale Flotte, weil ihr noch kein eigenes Schiff habt. Und zu den Schiffen kommen wir auch gleich. So, und dann haben wir hier natürlich die imperiale Flotte. Die sieht so aus. Auch hier wieder einmal auf Pause drücken, um euch das durchzulesen. Von der imperialen Flotte geht es dann direkt nach Drum und Kass. Das ist der zweite Anfangsplanet. Auch hier einmal mal durchlesen und ja, viel Spaß. Jetzt gehen wir erstmal auf uns. Das war verkehrt. Jetzt muss ich mal gucken. Ach ja, genau, das ist auch nochmal sehr wichtig. Hier könnt ihr eine Schnellreise. Diese Option, die habt ihr prinzipiell auch. Nur ihr müsst halt so schnell gucken wie möglich, dass ihr genug Geld übrig habt oder genug Credits habt. Das könnt ihr hier im Inventar sehen, wie viele Credits ihr habt. Ich habe momentan nur 54.000.
Und dann ist es halt wichtig, dass ihr im Inventar, also nicht im Inventar, sondern in der Vermächtnis, hier nochmal das Vermächtnis anzeigen, dass ihr ein paar bestimmte Sachen freikriegt. Weil wenn ihr eine sogenannte Schnellreise macht, habt ihr immer eine bestimmte Abklingzeit. Und diese Abklingzeit ist, je nachdem, wie viel ihr schon habt, kann die bis zu 10 Minuten dauern. Und hier, wenn ihr euch das alles komplett freikauft, dann bekommt, habt ihr eine Abklingzeit von gerade mal 10 Sekunden. Das ist echt schon richtig toll. Wir wollen uns aber jetzt erstmal auf einem anderen Planeten wieder treffen. Auf M. Ich bin kein Stussel. Wir reisen jetzt erstmal nochmal ganz locker flockig nach Drum und Kars. Oder nach Korriban. Ne, nach Korriban. Wir gehen erstmal nach Korriban. Zur Heimatwelt der Sith. Angekommen sind wir jetzt auf Drum und Kars und das sieht dann so aus. Also Drum und Kars ist ja ein Wüstenplanet, ein bisschen düster gehalten. Und ihr müsst am Anfang halt diese komischen Klorstecken zerlegen. Ja, da. Hab's. Hab den Fahrstuhl erwischt. Ich erwarte euren nächsten Befehl. Eure Absichten sind nicht erkennbar. Das Schöne ist, ihr bekommt Fähigkeiten, die es euch erlaubt, auch einen Gleiter zu kaufen, also ein Transportmittel. Und die bekommt ihr eigentlich überall, auch im galaktischen Handelsmarkt. Ich habe mir erstmal vor 2 Jahren oder so, habe ich mir dieses kleine Ding hier gekauft. Damit seid ihr relativ Fixifox unterwegs. Und ich zeige euch jetzt nochmal einmal kurz die Sith-Akademie von außen. Die sieht so aus. Und hier beginnt euer Training als... Gefallen. Toll. Hier beginnt euer Training als kleiner Akolyt, als Schüler der dunklen Seite. Das ist klar soweit, ne? Genau. So, meine lieben Freunde, jetzt aber heißt es erstmal Abschied nehmen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja mal kommentieren und abonnieren, wäre auch nicht verkehrt. Und bitte, bitte liked das Ganze und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal, wo es dann Teil 2 gibt. Und ja, wie gesagt, möge die Macht stets mit euch sein oder halt auf der anderen Seite. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal auf dem Server T3M4. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen traumhaften Freitag. Wir haben es jetzt um 14.12 Uhr. Ich weiß ja nicht, wann ihr es seht. Also wie gesagt, ihr lasst hoffentlich Kommentare da und liked das Ganze. Und dann bis zum nächsten Mal auf